Ja, in dem heutigen Video soll es um die Finanzierung aus Rückstellungen gehen. Ich markiere das hier schon mal in unserer Matrix und ich kann jetzt schon mal sagen, das ist ähnlich einfach, zumindest was die Berechnung anbetrifft, ähnlich einfach wie die Berechnung der Kreditfinanzierung. Das einzig Komplizierte dabei ist eigentlich zu wissen, warum die Finanzierung aus Rückstellungen so eingeordnet wird, wie sie eben eingeordnet wird, nämlich in die Fremdfinanzierung und die Innenfinanzierung. Das kann man allerdings auch ganz gut erklären, wenn man sich mal irgendeine Rückstellung hernimmt. Ich nehme jetzt mal die Pensionsrückstellungen. Pensionsrückstellungen, das gab es früher mal häufiger, würde ich sagen, waren in der Industrie eine Pension eben von der Firma zurückgelegt. Die Firma hat also angespart und wenn wir dann in Pension gegangen sind, dann haben wir nicht nur die normale Rentenversicherung bekommen, die wir ja staatlich einbezahlt haben, sondern eben auch noch was von der Firma bekommen haben. Und im Laufe unseres Arbeitslebens hat diese Firma dann also einbezahlt. Die haben immer wieder bezahlt und bezahlt, haben Geld zurückgelegt, weil sie ja wussten, wenn der mal in Rente geht, dann muss ich dem das Geld geben. Das Geld war also eindeutig innenfinanziert, innen deshalb, weil es ja aus der Firma rausfinanziert worden ist. Die Firma hat ja eigenes Geld zurückgelegt. Aber warum jetzt fremdfinanziert? Das Geld wurde zurückgelegt und in dem Moment, in dem sie das zurückgelegt haben, eben für diesen Mitarbeiter, damit er später mal Geld kriegt, wenn er eben in Rente geht, war das ja schon nicht mehr eigenes Geld der Firma, denn das war ja zweckgebunden. Das wurde ja zurückgelegt, damit er das als Pension kriegt. Und deshalb war es schon kein eigenes Geld mehr, sondern schon fremdes Geld. In dem Moment, in dem wir das zurückgelegt haben, hat es ja schon, zumindest rein rechtlich gesehen, dem Mitarbeiter gehört, der es später mal zu bekommen hatte. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass die Firmen das Geld nehmen konnten. Das war ja ein ganzer Batzen, ja, das war ja ein Haufen Geld. Und durften das, zumindest solange es da rumlag, wenn die Leute also noch nicht in Pension waren, durften sie es nehmen und durften damit finanzieren. Durften also auch dieses Geld der Rückstellung nehmen, um eine Halle zu bauen und um irgendein Investitionsobjekt zu tätigen. Eigentlich verrückt, denn das Geld hat ja schon jemand anders gehört, nämlich den Mitarbeitern. Wenn die das jetzt verblödeln und irgendwie eine schlechte Investition machen, das Geld ist weg, ja, dann kann der ja das Geld auch nicht für seine Pension kriegen. Eigentlich verrückt, ja, muss man sagen. Das hat schon gewisse Schutzvorschriften, aber im Grundsatz ist es so. Also, innenfinanziert und fremdfinanziert aus der Begründung, die wir gerade gehört haben. Hier in Bayern machen wir ohnehin nur noch oder behandeln wir zumindest aktuell nur noch die zwei Rückstellungen, die ich hier gerade mal kurz vorstelle, und zwar die Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten. Wenn Sie den gleichen Industriekontenrahmen verwenden wie wir, dann müsste das die 3990 sein, also das Konto 3990. Und da machen wir als Beispiel immer die Prozesskosten. Kann man sich auch vorstellen, wenn man jetzt so einen Prozess startet, dann ist der relativ langwierig, wenn es große Prozesse sind. Der kann sich über mehrere Jahre hinziehen. Und da legen wir dann schon mal Geld zurück, weil wir wissen, hey, da könnte eine Strafe auf uns zukommen. Aber in der Zwischenzeit können wir dieses Geld rein theoretisch trotzdem nehmen, um ein Investitionsobjekt zu tätigen. Ist also ähnlich eigentlich wie bei den Pensionen und das Geld ist auch deshalb schon wieder fremdes Geld, also fremdfinanziert, weil wenn wir es zurücklegen, dann legen wir es ja zurück für diesen Prozess. Davon kriegt dann der Anwalt was oder vielleicht die gegnerische Seite, wenn wir den Prozess verlieren. Und deshalb ist es ja eigentlich, wenn wir es zurücklegen, auch schon nicht mehr unser Geld. Und Pensionen, das müsste das Konto 3700 sein. Wie gesagt, wenn Sie den gleichen Kontenrahmen, Industriekontenrahmen verwenden wie wir hier aktuell, da verschiebt sich ja auch immer mal wieder was, dann müsste es die 3,7 sein. Und da machen wir die Pensionszahlungen an Mitarbeiter, haben wir ja gerade erklärt. Jetzt gehen wir mal in die Praxis. Ich habe hier schon mal die Bilanz aufgeführt und wieder brauchen wir nur die Passivseite. Und jetzt weiß man auch, warum Rückstellungen auf dieser Passivseite, auf der Schuldenseite eigentlich stehen. Ja, weil das Geld rein rechtlich, rein juristisch nicht mehr uns gehört. Und deswegen muss es auch zu den Schulden. Dieses Geld gehört jemand anders, ist fremdes Geld und deshalb steht es hier auf der Passivseite. Ich habe mal beide Beispiele gemacht, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten. Wir brauchen wieder 2 Jahre, um zu sagen, wie hoch ist denn der Finanzierungseffekt aus den Rückstellungen. Und man sieht schon, die Rückstellungen vom Jahr 01 aufs Jahr 02 haben sich erhöht von 10.000 auf 12.000. Und die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, könnte eine Rückstellung für einen Prozess sein, haben sich von 20.000 auf 25.000 erhöht. Wie ist wieder die Berechnung, wie bei der Kreditfinanzierung, Delta-Rückstellungen? Delta steht immer für die Veränderung der Rückstellungen, aber wieder nur, wenn es eine Erhöhung ist, wie es in diesem Fall ja ist.
Was haben wir hier? Wir haben Delta-Pensionsrückstellungen von 10.000 auf 12.000, also eine Veränderung um 2.000. Wir haben die Veränderung der ungewissen Verbindlichkeiten von 20.000 auf 25.000, also eine Veränderung, ein Delta von 5.000. Dann ist der Finanzierungseffekt vom Jahr 01 aufs Jahr 02, Finanzierung aus Rückstellungen, 7.000 Euro. Die haben sich um 7.000 beide erhöht und dieses Geld können wir ja rein theoretisch nehmen, um damit irgendwas zu investieren und deswegen ist es ein Finanzierungseffekt. Ich mache auch gleich das zweite Beispiel. Die Pensionsrückstellungen haben sich jetzt verringert. Das könnte natürlich sein, nämlich wenn Leute in Rente gehen, in Pension gehen und wir jetzt auszahlen. Wir jetzt also nichts mehr zurücklegen, sondern jetzt sind die in Rente und jetzt kriegen sie auch ihr Geld und deshalb von 10.000 auf 8.000 gefallen. Die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten habe ich gleich gelassen. Die erhöhen sich wieder von 20 auf 25.000. Wenn sich was verringert, dann ist es ja kein Finanzierungseffekt. Ja? Haben wir kein Geld gemacht, dann lassen wir das außen vor. Dann wird das nicht berücksichtigt. Das Delta-Pensionsrückstellungen sind deshalb 0 Euro. Die Veränderung der ungewissen Verbindlichkeiten sind aber weiterhin 5.000 Euro und deshalb ist die Finanzierung aus Rückstellungen jetzt in diesem Beispiel nur die 5.000 Euro, eben aus dem Delta der Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten.